eine Woche komprimiert auf 5 Minuten. Diese Woche haben wir den Schwerpunkt Unkrautbekämpfung in den Herdöpfen und im Weizen, wo wir nochmal mit dem Striegel durch sind. Wir haben Salat gesetzt, wir haben Rüebli gesagt. Viel Spass! Das sind die Herdöpfe, die wir folien. Die Frühherdöpfe, man sieht die Frostschäden, die es trotz Flies auch den Frühling gegeben hat, wo wir jetzt mit dem Hackgerät die mechanische Unkrautbekämpfung machen. Keine Angst, die Kamera hat ein gutes Gehäuse, es passiert nichts. Die mechanische Unkrautbekämpfung ist immer ein Kompromiss zwischen Schädigung von der Kulturpflanzen und Vernichten von allen Kräutern und Pflanzen nach Möglichkeit, die wir in der entsprechenden Kultur nicht wollen. Also man sieht, dass man bei den Herdöpfeln relativ grob drauf kann. Das sind die gleichen Herdöpfel ein paar Tage später um das Vlies. Also sie haben sich vom Frost eigentlich schon sehr gut erholt. Jetzt immer Seitenknospen, die nachher wieder austreiben. Es gibt einfach eine zeitliche Verzögerung. Das hier ist der letzte Striegeldurchgang im Weizen, wo eigentlich mehr aber Effekt hat, den Boden noch einmal zu lockern, noch einmal einen Mineralisationsschub auszulösen, indem man Luft in den Boden bringt. Rein von der Unkrautbekämpfung her ist es nicht mehr wahnsinnig wichtig, weil ja eigentlich die Kulturen sauber sind. Ihr seht hier den gelockerten Boden, wo entsprechend eben mit Zufuhr von Luft und Bodenleben einen neuen Schub gibt. Jetzt kommt es quasi aus der Unkrautperspektive. Weil das Gehäuse für die Kamera so stabil ist, machen wir es doch nochmal. Also man sieht, der Weizen überlebt das und die Kamera auch. Das hier ist mal Melken aus der Kuhperspektive. Die Kuh läuft rein in die Melkstange. Bewegt sich vor zu einer Melkbox, die offen ist. Dann bekommt hier ein bisschen Lockfutter als Belohnung. Und nach dem Melken wartet sie, dass die Tür vorne aufgeht und sie so schon wieder rauskommt. Das ist aus meiner Sicht der maximal mögliche Komfort, den man einer Milchkuh bieten kann, dass sie eben nahezu 24 Stunden eigentlich in ihrem natürlichen Element auf der Weide ist, wo sie Gras fressen und liegen und wieder können, genauso wie sie das will. Hier ein Wechsel. Wir säen Rüebli mit der sehr einfachen Einzelkornsäemaschine, weil wir im Moment um eine sehr kleine Fläche anbauen, ist das, glaube ich, ein passendes Gerät. Rüebli-Samen ist sehr, sehr fein, sehr klein. Und es ist relativ schwierig, ein passendes Gerät zu finden, um den feinen Samen in der richtigen Dosierung zu verteilen. Wir sind immer noch ein bisschen experimentieren. Das letzte Jahr ist es gut gekommen, das erhoffen wir auch. Hier haben wir eine neue Kultur, die wir versuchsweise mal anbauen, für unseren Hofladen anzubieten nachher im Sommer. Das ist Salat. Wir haben hier winzig kleine Salatpflänzchen, die wir gesetzt haben. Wichtig ist, dass man die sofort angießt. Gerade jetzt bei dem Wetter, das wir hier hatten, mit Beisern und relativ trocken, brauchen sie recht viel Wasser, damit sie sofort anwachsen können. Salat wird gepflanzt auf einer Distanz von etwa 33 cm, so dass der Standraum genau richtig ist für die Entwicklung von dem Salat, dass er aber relativ schnell nachher eigentlich den Boden abdeckt, damit kein Unkraut wachsen kann. Wir sind hier am Leeren, aber ich habe das Gefühl, dass wir mit dem Abstand so ungefähr richtig liegen. Es ist sonst im Frühlingswetter, unsere Kühe. Ich glaube, sagen muss ich nichts dazu. Sie genießen es.